Und dann stellt man sich eben die Frage, wie geht denn nun gesunde Ernährung im Alltag, um diese Blutzuckerspitzen zu verhindern? Und da gibt es ein relativ simples Konzept, nämlich den gesunden Teller, den man gut und leicht überall anwenden kann. Weil man soll mehr oder weniger die Hälfte des Tellers mit stärkearmen Gemüse füllen. Das bedeutet, was heißt jetzt stärkearm? Das bedeutet nichts anderes, als dass auf dieser Seite nicht unbedingt die Süßkartoffel ist, nicht unbedingt die Kartoffel und auch nicht der Mais, sondern eben eher Lauch, Zucchini, Melanzani bzw. Aubergine, Brokkoli, Kaffeeol, Tomaten, Gurken, also Salat, also da verschiedene sehr wasserreiche Gemüsesorten. Und dann auch Karotten kann man dann und Pastinaken gehen genauso und Kürbis. Aber es ist eben nicht, muss nicht, es muss nicht jeden Tag ein Gemüse sein, das von vornherein schon ein bisschen mehr Zucker hat. Dann hat man ein Viertel des Tellers, sollte man mit Kohlenhydraten in Form von Stärkebeilagen füllen, also weil es sind natürlich Kohlenhydrate auch im Gemüse, aber hier reden wir von Reis, Nudeln, Couscous, Bulgur, Quinoa, Knödel, Spätzle etc. Das kann man sich vorstellen von der Menge her ungefähr so, wie wenn man jetzt, ich habe jetzt hier nur ein Glas, aber die meisten Kaffeetassen, sind die kleinen, nicht die amerikanischen, sage ich immer, enthalten ja auch so circa 220, 250 Milliliter. Und das könnte man jetzt zum Beispiel nehmen, gekochte Nudeln, gekochter Reis, idealerweise in Vollkorn oder eben, jetzt können wir uns das nochmal anschauen, sagen, das ist wahrscheinlich circa auch die Größe eines Knödels, also so ein Semmelknödel oder so ein Waldviertler Knödel, Spätzle, Gnocchi, was euch einfällt, aber eben bitte schon das fertig zubereitete Produkt wäre dann eben hier ein Viertel. Und dann das rote Kästchen ist Eiweiß und das wäre zum Beispiel, wenn wir jetzt einen Tofu oder einen Tempeh nehmen, circa so groß wie eure Handfläche und auch so dick. Wenn man jetzt zum Hülsenfrüchte nimmt oder auch ein Joghurt zum Beispiel, dann könnte man auch wieder auf unser Tassenmaß zurückgreifen. Das funktioniert übrigens auch fürs Gemüse, also dass man hier auch zwei solche Tassen voll gekochtes Gemüse nimmt. Und dann hat man einen schönen Teller. Und wenn man sagt, ich habe noch Hunger, dann beginnt man zuerst einmal Gemüse nachzuessen, dann Eiweiß und erst zum Schluss die Kohlenhydrate. Ganz wichtig, das ist jetzt keine Low-Carb-Ernährung. Es gibt ganz, ganz viele wertvolle Vitamine, die im Getreide stecken. Aber es geht eben darum, auszubalancieren und mehr von den Dingen zu essen, die uns einfach lange satt halten, weil sie viele Ballaststoffe enthalten und weil sie den Blutzuckerspiegel eben stabilisieren in dieser Kombination, damit der eben nicht so stark ansteigt und dann eben nicht in weiterer Folge der Heißhunger kommt. Wenn man sagt, ich bin aber so schon extrem beschäftigt, ich weiß gar nicht, wie ich das im Alltag schaffe, dann ist eben der beste Tipp wirklich dieses Meal Prep, das ist ein Begriff aus den USA, also heißt eigentlich nichts anderes als Essen vorbereiten. Und das kann man sehr herunterbrechen, indem man sagt, man kocht zum Beispiel am Sonntag zwei Getreidesorten vor, sagen wir es mal Reis und Quinoa. Man macht dann zum Beispiel, man kauft Tiefkühlgemüse, aber bitte das Gemüse, das ohne Butter oder irgendwelchen anderen Soßen abgepackt ist. Das geht auch ganz, ganz schnell. Und dann macht man zum Beispiel zwei Bohnen, zwei verschiedene Bohnen oder einmal Linsen, einmal Bohnen. Oder einmal irgendeine andere Proteinquelle. Ihr wisst, ich bevorzuge pflanzliche Proteinquellen, daher eher solche Beispiele. Also man könnte jetzt zum Beispiel Tofu schon marinieren, anbraten, könnte man auch schon. Und man gibt das dann in unterschiedliche Tupperware-Behälter und fügt sich das eben nach diesem gesunden Tellerprinzip im Laufe der Woche immer frisch zusammen. Das geht dann sehr, sehr rasch.